gerade die Sokotep, die hat sich also in den letzten Monaten im Zuge dieser ganzen Ibiza-Untersuchungen natürlich nicht mit rumbekleckert. Auf der einen Seite bin ich schon gespannt, was man der Herr Holzer sagt, warum es keine Kurz-SMS gibt zum Beispiel. Ja. Und auf der anderen Seite, auch dafür zeichnet er die Sokotep verantwortlich. Da gab es ja diese Geschichte mit den geschredderten Festplatten in der ÖVP, wo es ja ganz jenseitig war. Also da macht man diesen Schredderer ausfindig, ja, findet den, kontaktiert den, der macht eine freiwillige Nachschau, zeigt sein Handy kurz her, ja, sagt, na, ist eh nichts drauf, dann fragen sie den dort noch, naja, haben sie vielleicht einen dienstlichen Computer auch, ja, der steht in der ÖVP-Zentrale, und dann kommt irgendwie die Info, na, in der ÖVP haben sie eh schon mitgekriegt, dass wir sie untersuchen, da brauchen wir gar nicht mehr nachschauen, weil da ist schon alles verrammt. Ja. So, und der ermittelnde Polizist, jetzt kommt die Krönung von dem Ganzen, war noch ÖVP-Gemeinderatskandidat in Niederösterreich. Ja. So, das sind mir ein bisschen zu viele Zufälle, und wenn man weiß, dass dieser Schredderer bei dem Schredder gestanden ist und nur mit seinem Handy das Vernichten der Festplatten gefilmt hat, ja, dann gehe ich einmal davon aus, dass er irgendjemanden beweisen musste, dass er es eh gemacht hat. Ja. So, jetzt ist das Video auf dem Handy drauf, das die Polizei gar nicht eingezogen hat. Ja. Und vielleicht wäre ja auch der Empfänger drauf gewesen, den man das Video zur Bestätigung geschickt hat. Ja. Wir haben erfahren, dass der gar keinen Auftrag hatte und das aus freien Stücken gemacht hat. Also das probieren Sie mal. Da würde man um unsere Sicherheit im Staat Gedanken machen. Gehen Sie ins Bundeskanzleramt, montieren Sie dort irgendwo 5 Festplatten raus und schreddern Sie die unter falschen Namen irgendwo. Ja. Da müsste nämlich dann wirklich das BVD tätig werden. Alles nicht passiert. Im Gegenteil, er ist noch verschont worden von seinem ÖVP-Kameraden, der dann gesagt hat, einen Computer brauchen wir gar nicht mehr. Und außerdem, der auch so denkt, ja, davon ausgeht, außerdem hat das die ÖVP schon längst irgendwie alles unschädlich gemacht, weil die wissen ja schon, dass wir da sind.